Eine Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Norden. 700 Menschen wohnen hier. Was ist dran an den Vorwürfen, dass es in solchen Einrichtungen zu Übergriffen an Frauen kommt? Ich möchte wissen, wer lebt hier und welches Frauenbild wird hier gelebt? Ich bin verabredet mit Gabriele von Stritzki, der Leiterin. Wo war noch gleich das Büro? Hallo. Katharina Türzen. Ja, kommen Sie gerne ran. Wie geht's denn Ihren Frauen hier? Sehr unterschiedlich. Ich glaube, jede Frau hat hier auch ihre eigene Geschichte. Deswegen kann ich das so generell gar nicht sagen. Wie geht's Ihnen als Frau hier so? Auch eigentlich ganz gut. Ich möchte Ihre Bewohnerinnen kennenlernen und das funktioniert am besten hier. Aber Sie sind doch so ein bisschen der Hausmeister hier, oder? Naja, jetzt gerade ist der Hausmeister nicht da und wir sind gerade in den Räumen. Und wenn dann da Alarm ist, dann mache ich das halt auch mal eben schnell. Also ich könnte natürlich. Hier treffe ich auf eine junge Mutter aus Afghanistan, Zeynep Doste. Seit 3 Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Deutschland. Nicht in einem Schlafsaal, sondern in einer kleinen Wohnung. Heute sind auch ihr Vater und Schwester Afsane zu Besuch. Ja. Man hat ja Klischees im Kopf. Mhm. Ja? Man denkt sich, afghanische Familien, da ist alles ganz streng, patriarchalisch, der Vater ist da und der Ehemann sind die Chefs, die Frauen haben nichts zu melden. Ja, genau. Stimmt das? Ja, aber hier ist Deutschland und alles anders geworden jetzt. Aber Afghanistan noch ist so. Die Männer sind Chef. Und hier sind es die Frauen? Ja. Meine Schwester und ich, glaube ich, seit 3 Jahren Kopftuch getragen. Und nach den 3 Jahren, mein Vater, oh, wieso tragst du dieses Kopftuch? Mach das weg. Ich habe gesagt, nein, in der Schule, es gibt so viele Flüchtlinge und die gucken ganz komisch an. Und meine Mutter gesagt, nein, das ist egal, mach das weg. Und habe ich das weggemacht. Und wie fühlt sich's an? Gut. Ja, total gut. Afsane weiß, was sie will. Realschulabschluss, Abi und dann studieren. Am Anfang, ich weiß noch, bei Ihrer Familie, wir konnten am Anfang nicht miteinander reden. Und jetzt sitzen Sie hier und reden so schnell und so gut Deutsch. Und das ist das, wo mir wirklich auch mein Herz aufgeht. Ja, ich stürze, ich stürze. Ich bin überrascht von dieser afghanischen Familie und bin mir sicher, Afsane hat sich emanzipiert. Vielleicht wird es bei Sabrina einmal ähnlich sein. Sie ist Jesidin aus dem Irak. In nur einem Jahr hat die Kleine Deutsch gelernt. Doch bei ihrer Familie gibt es ein Einlassproblem. Hallo. Wer bist du? Hallo, ich bin Katharina. Meine Mutter sagt, mein Vater ist nicht zu Hause. Dann haben wir keine Zeit dabei. Jetzt wird der Papa angerufen. Hat um Erlaubnis gefragt. Ist es okay, wenn Sie nicht hier sind, dass wir vielleicht kurz mit Sabrina und ihrer Frau sprechen? Ja, alles gut, ja. Ja? Kein Problem. Okay. Ja. Hallo. Und irgendwie ist der Papa ja jetzt doch dabei. Sabrina dolmetscht mit ihren 9 Jahren für uns. Ich frage jetzt einfach, warum sprechen Sie kein Deutsch oder haben Sie keine Zeit? Warum? Sie war schwanger und dann muss sie zu Hause bleiben. Deswegen kann sie kein Deutsch. Dann möchte ich doch wissen, sind 4 Kinder nicht genug? Nur noch ein Junge. Ein Jungen. Ein Stammhalter ist wichtig in der jesidischen Kultur und Verhütung häufig ein Tabu. Ob Sabrinas Mutter so jemals Deutsch lernen wird und ihren Weg in die Gesellschaft findet, ich bin sehr skeptisch. Wir haben ja heute viele Mädchen getroffen und Frauen. Was wünschen Sie sich denn jetzt für Ihre Mädels, sage ich jetzt mal, für die Zukunft? Dass sie die Wahlfreiheit haben, dass sie auch selber entscheiden können, ob Kopftuch ja oder nein. Ich kann nicht, also das eine ist nicht besser als das andere, sondern die Wahl zu entscheiden, wie gestalte ich meine Zukunft? Welchen Beruf übe ich aus? Bleibe ich zu Hause? Kriege ich Kinder und bin damit glücklich? Aber dieses, das als selber entscheiden zu können und eigene Wege zu beschreiten, das ist mein Wunsch für alle Mädchen und auch alle Jungs, die hier sind. Von Übergriffen habe ich in dieser Einrichtung nichts mitgekriegt. Von Problemen schon. Doch das liegt weniger an den Männern, sondern an familiären Strukturen, die die Frauen daran hindern, etwas anderes zu sein als Mütter.